Okay, hier Allianz Technik Corps haben wir 130. Das Allianz Technik Corps baut Straßen durch Berge und Basen auf Asteroiden. Der Hauptteil seiner Aufgaben beschränkt sich zwar auf aktive Kriegsbemühungen, aber es fährt beim Bau eines Geräts proteanischen Ursprungs, das auf dem Mars entdeckt wurde, zu ungeahnten Höchstleistungen auf. Aufgrund der enormen Mengen an Rohmaterial, die dafür benötigt werden, hat das ATK, also das Allianz Technik Corps, unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Ressourcen der Allianz erhalten, die nicht für den direkten Truppeneinsatz benötigt werden. Dann haben wir 50 Leute in der 103. Marinedivision. Die alte Redensart, jeder Marine ist ein Schütze, gilt in der Allianz immer noch. Alle Rekruten der Marines, von der Schreibkraft bis zum Scharfschützen, durchlaufen eine Infanterieausbildung. Darum ist die 103. Marinedivision auch die größte Truppe von Special Forces Soldaten der Erde. Offiziere aus bekannten Schlachten wie dem Skylianischen Angriff oder dem Erstkontaktkrieg führen knallharte Manöver in verschiedenen Umgebungen durch, weil Marines darauf vorbereitet sein müssen, jede Küste, jeden Planeten zu erstürmen. Dieses Training hat sich im Reaper-Krieg als sehr nützlich erwiesen, weil die 103. tatsächlich in einer Woche in einer Eiswüste und in der nächsten in einem Dschungel kämpfen muss. Aktualisiert: Admiral Hackett schickte Marines zu dem Planeten Aratod, um die Undercover-Agentin Dr. Amanda Kenson zu retten. Alle Teams wurden bei einer Explosion getötet, die sowohl die Kolonie als auch das Portal des Systems auslöschte. Die Allianz verbrachte Wochen damit, vereinzelte Funksprüche zu analysieren, bis sich herausstellte, dass die Marines keine andere Chance zur Vermeidung einer Reaper-Invasion gesehen hatten, als einen Asteroiden in das Portal zu steuern. Die Aktion verschaffte der Allianz zwar etwas Zeit, aber bei der Mission gefallenen Männer und Frauen waren ein schwerer Schlag für die 103. Marinedivision. Ja, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir die erste Flotte der Allianz, die dritte Flotte der Allianz, die fünfte Flotte der Allianz. Diana Ellers haben wir. Die Allianz News Netzwerkreporterin Diana Ellers sendet von der Normandie und interviewt Crewmitglieder und hochrangige Allianzoffiziere, um der Galaxie zu zeigen, wie Insider den Krieg erleben. Okay. Allianzfregatte Normandie SR2. Mineralienvorkommen 25. Commander Shepard hat beim Scannen von Planeten mit der Normandie SR2 beträchtliche Vorkommen verschiedener Elemente gefunden. Als die Allianz die Normandie ins Trockendock brachte, wurden diese Elemente beschlagnahmt. Jetzt werden sie für den Bau des auf dem Mars entdeckten Proteanergeräts eingesetzt. Auch gut. Und Kalisa bin Sinan al-Jilani, was für ein langer Name. Durch sie haben wir auch 10 Leute wohl. Aktualisiert, ihre Aufrichtigkeit hat die extranet Zuschauer bewegt und zu einem erhöhten Spendenaufkommen für Hilfsprojekte geführt, sowohl für die Allianz als auch für ihre außerirdischen Verbündeten. Okay, unsere gesamte militärische Stärke liegt also bei 530. Die Bereitschaftswertung liegt bei 50% und effektive militärische Stärke liegt bei 265. Ja, das Minimum ist hier grau hinterlegt. Wir sind gerade mal beim Blauen. Das heißt also, wir müssen noch ein paar Kriegsaktivposten hinzugewinnen. Was steht hier? Weitere Infos. Ach ja, hier steht es ja. Ihre gesamte militärische Stärke beträgt jetzt 530. Galaktische Bereitschaft beträgt 50%. Die verbündeten Truppen werden an mehreren Fronten von Reapern überwältigt und müssen schwere Verluste hinnehmen. Die Truppen zur Unterstützung eines letzten Vorstoßes haben eine Stärke von 265. Die Erfolgschancen sind minimal. Ah, das zeigt uns im Prinzip an, wie wir abschneiden würden, wenn wir jetzt gegen die Reaper losziehen würden. Also minimale Aussichten. Was sind eigentlich die Konfliktgebiete? Okay, das sind die Kriegsschauplätze. Jedes Konfliktgebiet hat eine Bereitschaftswertung, die seinen möglichen Beitrag zur letzten Schlacht angibt. Werden diese Gebiete vernachlässigt, kann sich ihr Status verschlimmern und die Gesamtbereitschaft sinken. Okay. Im Moment haben wir noch in allen Sektoren eine Kriegsbereitschaft von 50%. Das ist gut, sowohl in den inneren Ratssektoren, die Terminussysteme, Erdallianzgebiet, äußerer Ratssektor und die Attika-Traverse. Okay, ja, hier wird noch erklärt, was das alles ist. Okay.
Was ist denn das eigentlich? Der innere Ratsektor, dieses Territorium umfasst die Heimatwelten der Salarianer, Turianer, Volos und Hana sowie die Citadel, das Herz des Ratsektors. Auf der Citadel treffen ständig Diplomaten, Militärs, Aktionäre großer Unternehmen und andere ein, die auf dem Sitz der galaktischen Regierung Geschäfte machen wollen. Die Ratsvölker stellen Friedensschiffe zur Verfügung, die im inneren Ratssektor patrouillieren, aber die meisten Dispute in diesem Teil der Galaxie werden diplomatisch oder auf anderem Weg gewaltfrei gelöst. Die Terminus-Systeme sind ein Bereich des Weltraums, der nicht der Kontrolle durch die Citadel unterliegt. Die zahlreichen Kolonien, Banden und Gruppierungen verbinden nur eine einzige Sache: Sie wollen unbedingt unabhängig bleiben. Mitglieder aller Spezies kommen hierher, um ihr Glück zu finden, Kolonien zu gründen und sich außerhalb der Regeln des Rats zu etablieren. Das hat dazu geführt, dass die Terminus-Systeme ein profitabler Zufluchtsort für Piraten, Söldnergruppen und Sklavenhändler geworden sind. Dann haben wir das Erdallianzgebiet, das müsste ja unser Sonnensystem sein. Die Allianzvertreter der Erde und aller Menschenkolonien im Citadel-Sektor beansprucht dieses Gebiet für sich. Seit die Entdeckung des Charon-Portals, die Menschheit mit dem Rest der Galaxie verbunden hat, ist das Territorium der Erde um mehr als das Zehnfache angewachsen. Durch diese aggressive Expansionspolitik ist es zu Konflikten mit mehreren Nachbarspezies und deren Regierungen gekommen, vornehmlich mit der batarianischen Hegemonie. Dennoch macht die Allianz keine Anstalten, ihr Wachstum zu bremsen. Dann haben wir den äußeren Ratsektor. Zum äußeren Ratsektor gehören die Heimatwelten der Asari und Elkor. Ach ja, die Elkor, das sind ja die Wesen, die so lustig sprechen, immer in der dritten Person. Oder? Nee, die können ja ihre Gefühle nicht ausdrücken, das war's. Der sagt ja zum Beispiel, wenn er sich freut, euphorisch sprechend oder so. Während sich die Elkor mit ihrem eigenen System und einer Handvoll Kolonien zufrieden geben, haben die Asari im gesamten Sektor Ansiedlungen. Ihre Welten bilden fraglos die stärkste Wirtschaftsmacht der Galaxie und die Asari nutzen ihren finanziellen Einfluss, um den galaktischen Markt stabil zu halten. Ihre Militärflotten patrouillieren entlang der Handelsrouten und auf den Kolonien, um gegen Schmuggler vorzugehen, die über Portale aus der Attika-Traverse kommen. Ja, und dann haben wir noch die Attika-Traverse. Die Attika-Traverse ist ein großes Territorium am Rand des zivilisierten Weltraums. Ihre Kolonien sind durch eine Vielzahl von Portalen verbunden und werden häufig aus den benachbarten Terminus-Systemen heraus überfallen. Da bewohnbare Planeten in der Galaxie selten sind, halten die Kolonien trotz dieser Angriffe durch. Über die Attika-Traverse verteilt gibt es zahlreiche proteanische Ruinen, die archäologische Expeditionen anlocken, die die Geheimnisse dieser fortschrittlichen Technologie ergründen möchten. Okay, das sagt ja soweit alles aus, da wissen wir Bescheid, im Moment steht noch alles ganz gut bei 50%. Die forschen hier ein wenig rum, okay. Dann gehen wir mal hier durch, dann kommen wir ins Tech-Labor oder Tech-Labor. Geht's hier runter? Nee, schade. Ins Tech-Labor also, okay. Hier ist wohl noch niemand drin, das sieht noch alles relativ leer aus. Ich nehme an, hier können wir noch Crewmitglieder gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Was? Ach so, da geht's ja ganz langsam durch. Heieiei. Okay. Ah, und jetzt sind wir wieder hier am Dock. Gibt's ja auch einen Fahrstuhl? Ah, da gibt's einen Fahrstuhl. Ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Codex aktualisiert. Sanctum. Ein Planet. Und da gibt es wohl ein neues Labor der Cerberus-Gesellschaft. Interessant. Können wir auch mal angehen. Ist es dann eine Nebenmission oder wie oder was oder wo? N7 Cerberus Labor. Ja, das scheint eine Nebenmission zu sein, weil nicht Priorität dran steht. Was? Würgeschlund? Proteanischer Obelisk? Ein Volos-Diplomat benötigt einen proteanischen Obelisken. Beschaffen Sie ihn aus dem Würgeschlund und bringen Sie ihn zu ihm in die Citadel-Botschaft. Okay, wir haben schon zwei Nebenmissionen. Und dieses Cerberus-Labor, was wir zu entdecken haben. Und ja, falls jemand fragen möchte, ich mache auch die Nebenmissionen, da wir ja viel von Mass Effect erleben und entdecken wollen. Also keine Panik auf der Titanic, das wird alles mitgenommen. Zumindest so weit ich nichts übersehe oder vergesse, was ja mal passieren kann.
So, Joker, dich haben wir ja noch gar nicht live gesehen hier, oder? Hey, Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Ach was, das ist doch nicht Ihre Schuld. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Parkgebühren? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Okay, was für Parkgebühren? Haben wir jetzt einen Strafzettel an unserer Windschutzscheibe kleben oder haben die Polizisten nochmal das ein oder andere Auge zugedrückt, da wir ja Commander Shepard sind? Sollten sie sich einmal wagen, dann retten wir nicht mehr die Erde. Na, wobei, hat ja nichts mit der Erde zu tun. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ach so, da war ja was. Ich hab's ja schon gehört, aber nur schon wieder vergessen. Da mein kleines Primatenhirn nicht an alles denken kann, sowas haben wir denn hier, privates Terminal, unser E-Mail-Postfach. Gucken wir mal rein, was sind das alles, E-Mails? Nee, oder? Hör auf, mich zu verarschen, Spezialeinheiten. Von Stephen Hackett, Shepard. Die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Missionen werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald sie ihr Einsatzziel erreicht haben. Begeben Sie sie zu einem Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum. Genauere Anweisungen kurz vor ihrem Eintreffen. Hackett. Wiedereinstellung von Stephen Hackett. Commander Shepard, dieser Brief bestätigt offiziell ihre Wiedereinstellung bei der Allianz Navy infolge von Admiral David Anderson kürzlich erfolgter mündlicher Zusage. Gemäß § 903.5 des Kriegsgesetzes sind sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandy SR-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe lautet, Operationen gegen alle Feinde durchzuführen, die die Erde, ihre Kolonien und ihre Verbündeten bedrohen. Außerdem erhalten sie diplomatische Befugnis, Verträge mit nichtmenschlichen Spezies einzugehen, sofern diese ihrer Mission dienen. Hochachtungsvoll, Admiral Stephen Hackett. Hier hat er sich noch, sag ich mal, formeller verabschiedet. Nicht wie bei Spezialeinheiten, Hackett und fertig. Eilmeldung, Notfall, was ist das denn? Von Allianz Flottenkommando. Oh, eilt, eilt, eilt. X1A.34. Was das weiß, sag es mir. Ich weiß es nicht. Auch noch alles in Caps Lock geschrieben, also nur Großbuchstaben. Mensch, Leute, ich hätte es auch so lesen können. An das gesamte Allianz Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Das gesamte Allianz-Militärpersonal soll das Sol-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal. Rot still. Allianz-Personal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, soll sämtliche möglichen Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Das Allianz-Personal außerhalb des Sol-Systems soll sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offensiven Kampfoperationen beginnen. Erfolgen keine weiteren Befehle, darf unabhängig gehandelt werden. Eieiei. Was haben wir bei Kai-9? Mein Hund. Was? Mein Hund? Mein Hund hat mir eine Nachricht geschrieben? Sehr geehrter Commander Shepard, ich habe als Dienstleisterin am haptischen Interface der Normandy gearbeitet, als sie im Trockendock lag. Ihre VI, Edi, hat mir per E-Mail mitgeteilt, dass ich meinen Hundemech an Bord vergessen habe. Ich bin inzwischen auf Terra Nova und will Ihnen keinesfalls zumuten, gewaltige Umwege zu machen, um mir meinen Hund vorbeizubringen. Bitte kümmern Sie sich einfach um ihn. Er ist neugierig und schnüffelt gerne an Chemikalien und Steckdosen mit 750 Volt. Ja, ist ja schon ein verwöhnter Hund, der geht nicht an eine Steckdose mit 240 Volt oder so, der geht an eine Steckdose mit 750 Volt. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Mühe. Ich verspreche, er wird Ihnen nicht allzu viel Kopfschmerzen bereiten. Andrea Brown. Ja, das ist ein Premium-Item-Hund, Item-Tier, sag ich mal, was es in der Collector's Edition gab. N7-Waffen oder N7-Waffen von Lieutenant D. Eugen, wenn ich das richtig ausspreche. Commander Shepard, Ihre VI Edi hat mir eine Anfrage bezüglich einiger N7-Waffen geschickt, der ich mit Freunden nachkomme. Ich war der Leiter der Techniker, die die Normandy nach der Übergabe an die Allianz neu ausgerüstet haben. Edi hat mir Gesellschaft geleistet, als wir das Innere der Normandy überholt haben. Sie ist ein bildhübsches Schiff, Commander.
Ich werde vermissen, auf ihr zu dienen. Die Waffen befinden sich in ihrem Waffenspind. Viel Glück, Lieutenant D. Eugene, Allianz Technik Corps. Ach, jetzt sehe ich ja auch mal, wie Lieutenant geschrieben wird. Das ist ja auch so ein Wort. Ist das Lieutenant oder Leutnant? Oh Gott, ja, das ist immer so komisch. Ich weiß ja nicht mal richtig, wie man Lieutenant schreibt. Ich entschuldige mich, falls es Leutnant ist. Ja, ANN, ja, übrigens diese Waffen, die sind auch Collectors Edition Inhalt. Sowas haben wir noch, ANN Alarm. Was ist das denn? Allianz News Network, ihr Informationspartner. Von Ruxius Relius N-Reporter. Citadel, wo ist die quarianische Flotte? Fragezeichen. Neuesten Informationen zufolge erobern die Reaper in einem fieberhaften Tempo ein System nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien und in einigen Fällen sogar von ihren Heimatwelten. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon von Jahrhunderten von den synthetischen Geth von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Aber während die Galaxie sich gegen die Reaper wehrt, hört man von den Quarianern verdächtig wenig. Sprecher der Turianer und der Allianz können die aktuelle Position der Flotte nicht nennen. Sie sagen, sie hätten im Moment andere Sorgen. Was immer die Quarianer doch auch vorhaben, sie wollen es vor dem Rat geheim halten. Bei einem Halt zum Auftanken auf Ilium gab die Flotte kein nächstes Reiseziel an und außerdem werden Berichten zufolge galaxieweit alle jungen Quarianer von ihrer Pilgerreise zur Flotte zurückbeordert. Gierige und kurzsichtige Kräfte werden in Zeiten einer galaktischen Krise immer versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können nur hoffen, dass die Pläne der Quarianer nicht das einzige Vorhaben stören, das jetzt wichtig ist, die Reaper aufzuhalten. Lesen Sie Ruxius Relius Kolumne Blick aufs Reich exklusiv auf ANN. Und ein Willkommensgeschenk haben wir von Edi, während wir im Trockendock waren. Hat Joker vorgeschlagen, ein kleines Willkommensgeschenk zu besorgen, falls sie wieder als kommandierender Offizier eingesetzt würden. Da das Schiff die Tänzerin nicht unterbringen kann, die ihm dafür vorgeschwebt sind, habe ich etwas aus dem offiziellen Allianzkatalog ausgewählt. Soldaten, die mindestens 5 Jahre die N7-Kennzeichnung tragen, haben ein Anrecht auf eine Freizeit-Kapuzenjacke zur Erinnerung. Sie finden sie bei ihrer Freizeitkleidung in ihrer Kabine. Edi, ja, auch wieder ein Collectors Edition Inhalt. Prioritätsmission Eden Prime. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Transformers Prime. Commander, Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Allianzstreitkräfte sind derzeit zu weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können. Aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. So, haben wir viele Informationen erfahren. Taktikmeisterschaft gucken wir uns später mal an. Das beenden wir mal hier. Und ich würde mal an dieser, ja, Priorität Eden Prime. Tagebuch hat sich alle aktualisiert. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle speichere ich mal ganz kurz dazwischen. Spiel speichern. Und mache mal ganz flugs eine Aufnahmepause. So eben mir nichts, dir nichts. Und wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Oder in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Mass Effect 3. Bis dahin macht es gut und ciao, ciao, euer Kelturio. Oder auch Kelle. Bis dahin und ciao, ciao. So, und da sind wir auch wieder hier als Commander Shepard auf der Normandy vor unserem Nachrichtenterminal. Und neben uns steht ein unbekannter Mann, den ich noch nicht kennengelernt habe, wo mir aber auch nicht der Name angezeigt wird, der aber freundlicherweise vor uns salutiert. Auch gut, schauen wir uns mal weiter um hier auf der Normandy. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, zumal möchte ich auch mal gucken, was es an dem Fahrstuhl so gibt. Ach, okay, da können wir gleich aussuchen, wo wir hinwollen. Zurzeit müssten wir ja sein auf... steht das irgendwo, wo wir zurzeit sind? Ich glaube nicht. Kampfinformationszentrum. Ja, hier werden wir wohl zurzeit sein. Dann haben wir das Crewdeck, das Maschinendeck und die Shuttlebucht. Ich würde gerne mal in die Kapitänskabine gehen, Shepards Privatkabine. Denn vielleicht finden wir dort diesen Hund. Uns wurde ja gesagt, wir haben einen Hund.
ein Collector's Edition Inhalt und den möchte ich doch gerne mal sehen, wo er denn überhaupt ist. Also hier ist schon mal kein Hund. Fische haben wir auch noch keine in unserem schönen großen privaten Aquarium hier. Das ist aber echt groß, das Aquarium. Ja, da können sich manche chinesischen Restaurants was von abschneiden. Was haben wir denn hier? Ein privates Terminal.